Und damit herzlich willkommen hier zurück in der Seelengruft, wenn Ich ich mich habe richtig. Mitleid mit den Toten, die hier auf ewig gefangen sind. Es scheint fast so, als würden sie immer noch leiden. Ah ja. Wie heißt es jetzt nochmal? Ich glaube, es heißt. Ich müsste. Seelengrab, genau. So, wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Der ganze Teil hier ist hier ein Neuland für uns. Das könnte Avalach sein, oder wie heißt. Ja, jetzt habe ich noch eine Flasche Frosch im Hals. Wenigstens ist der Schmerz verschwunden. Hey. Einen Moment gerade. Ich mute mal kurz das Headset. So, jetzt aber. So, wo sind wir denn hier? Wir sind hier, hier ist wieder so ein komisches. Woher seid ihr gekommen? Wer ist wo? Da oben, Hilfe. Ah, Hilfe, ich komme auch, hä? Ich mach hier mal auf. Hä? Was will denn da noch so den Spiel? Kann ich? Ach, verdammt. Das geht bestimmt. Ach, dann. Nehme ich mir halt mal dich. So, Hi. Alter, da muss man doch hier rüberkommen, oder? Nein, wieso springt er denn da nicht? Wir gucken uns das Ganze mal im Fett besser. Wahrscheinlich glitscht er da runter und ich kann das halt nicht springen. Hey, das war knapp. Aufzuspringen ist jetzt eine Sache in Third Person. Nein, das funktioniert nicht. Gut, vergiss es. Dann machen wir es nicht. Nein, ich will die Pfeile auch nicht. So gut, wir gehen mal weiter. Da ist die Grenze, da wollen wir nicht längs. Sirana, kommst du bitte? Ja. Dass man hier nicht richtig springen kann manchmal. Wer bist du denn? Verdammt, Akaberi-Schamane. Wie hätte ich wissen können, dass meine Seele eingefangen werden würde? Wow. Sei mal ein bisschen vorsichtig. Blitz dich auch mal sauber. Hier ist dreckig. Hier liegt eine Menge Staub. Okay, wo geht's hier hoch? Das müssen wir uns angucken. Da ist anscheinend irgendwas. Hier ist. Oh, hallo, Knochenmann. Er ist sogar tatsächlich Knochenmann. Ja. Seelenstein. Eieiei. Hallöchen. Hallo. Stirb, du Kartoffel. So, was hast du denn? Du hast ein Common Soul Stone. Das ist doch ganz gut. Das hat Soul Gem. Hier ist gerade gefüllt. Davon nehmen wir mal mit. Die kann man fürs Braun verwenden. So, aber Butter bei dem Fisch, was ist hier oben? Ist hier irgendwas Wichtiges? Au! Ja, ich geh ja wieder. Ist gut. Ich wollte nur mal Hallo sagen, aber ist anscheinend nicht, wa? Na ja. Hei. Haben wir hinten vielleicht doch noch was, wo man hingehen könnte? Das sieht doch ganz nice aus. Ich kann nicht so. Ah, Serana, du bist. Wo ist eigentlich, Lydia? Guck mal, du bist immer geneigt, zu ihr Leona zu sagen. Ich weiß nicht wieso. So, hier wird mir noch hin. Was ist hier? Was haben wir hier? Was liegt der hier? Okay. Ektoplasma, Pretty Soul Stone, Gem. Knochenmann beschwören nehmen wir mal mit. Hui!
Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Stahl. Au! Warum sollte ich ein Geweih mitholen wollen? Salz will ich auch nicht. Ist da noch einer? Da ist meiner. Oh, da habe ich mir noch gerettet, dass ich gerade nach rechts gezogen habe. So, aber sonst war hier nichts mehr. Das war alles. Ah, ne, hier ist noch einer. Ein Pretty Soldier. Nimm hier die. Die Säcke. Hüllen noch mit die Husks. So. Da muss ich hin. Da war ich schon drauf. Da geht das nächste hin. Andererseits weiß ich hier, dass wir hier noch eine ganze Weile verbringen werden. Deshalb wir eigentlich mal die erste Quest gleich annehmen können. Richtige Hauptquest, lassen wir mal da weitermachen. Vorausgesetzt, ich verlaufe mich hier drin nicht. Ah, eine Kiste. Spellbinder Runic Gauntlets. Nehmen wir mal mit. Das Gold, ja, jo. Nehmen wir. Den nehmen wir nicht. Wer ist da? Ich nicht. Wo geht's denn hier noch? Bleib doch mal liegen. So, ja, ja. Aha. So. Ich doch, dass ich etwas gehört habe. Der 3 Herz, die Hüllen. Wo ist das Vieh getötet? Oh, das liegt hier. Gut. Einziger Sinnstein. So, hier geht's nicht raus. Okay. Ja, wo bin ich denn hier? Ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade einmal zu viel gedreht. Ah ja, bleib zurück. Kein Problem. Großer Sack. Ja, komm, nimm mal mit. Und gut, passt. Glühstaub und großer Seelenstein nehmen wir auf jeden Fall. Pretty Soldier, das ist ein Buch von Leben und irgendwas und rechten Diensten. Rechtem Dienst, keine Ahnung. Was man das jetzt sagen soll. What? What? Das tat Aua. Das Ding hat mich in Ektoplasma-Suppe irgendwas. Die ist leer. Warum ist die leer? Das ist nicht cool. Hat mir das Ding eine gebrutzelt? Ah, hi. Ich bin noch nicht fertig da unten. Gut, merken, in dieses komische Düppen treten wir nicht nochmal rein. Das ist nicht cool. Andererseits... Ja, komm mal halt. So, ich will ja auch nur... Okay, das portet mich halt direkt hoch. So, Hallöchen! Genug rennen, Mann. Neben. Das war aus dem Felsen Treffer. Und schön, ich wollte schon gedodged, aber egal. Ui. Knochenmann. Der ist immer gefüllt. So. Also, dann waren wir auch dort drinnen. Dann können wir jetzt weiter dorthin gehen. Sonst haben wir, glaube ich, auch nicht die Möglichkeit. Gut, wir könnten in die andere Richtung gehen, aber da will ich jetzt mal noch gar nicht hin. Genau, dann geht's einfach nur in die andere Richtung. Das können wir nachher machen, nachdem wir da oben waren. Machen wir auf dem Rückweg nochmal zurück. Ja. Mhm. Oh. Gut, Hauptsache hier ist eigentlich gar nichts. Ja, egal. So viel Schaden war das jetzt auch wieder nicht. Wie komm ich denn... Wie komm ich denn... hier rein? Das ist jetzt so eine Sache. Das war schon mal nicht. Hä? Ah.
muss es doch irgendwie. Okay. Ich habe das Gefühl, an dir komme ich nicht vorbei. Okay, scheiß drauf. Ohne Speichern, ich gehe da jetzt dran. Ruhe. Salam. Er hat mich zu Nudeln. Vorschlag. Oh! Ja, das hätten wir geschafft. Wo bist du denn? Wo kommst du auf einmal her? Gibt's einen unterirdischen Eingang oder was? Oh, großer Seelenstein, Salze der Leere. Nice, wo sind die anderen? Ich meine, dass sich ein Vampir hier wie zu Hause fühlt, aber. Täuscht. Lass uns einfach meine Mutter finden. Dann schleunigst von hier verschwinden. Das klingt gut. Ja, wo ist denn hier der Eingang gewesen? Hm. Gut, ja, man hätte auch suchen können, ne? Hm. Irrsinn. Es war Irrsinn, diesen Hexenzirkel anzugreifen. Warum haben sie nicht auf mich gehört? Keine Ahnung. Du warst nicht überzeugend genug. Wo ist denn jetzt da? Okay, ich bin schon wieder dran vorbeigelatscht. Na gut, dann gehen wir noch einmal hier hoch und dann gehen wir zu dem Ort. Ah, hier war ich schon. Gut, ne, dann gehen wir jetzt direkt dort hoch. So, mal gucken, was uns, nicht, was uns da oben erwartet. Das weiß ich, glaube ich, noch ungefähr. Ich weiß noch nicht mehr, wie kriegen wir dieses Pferd? Ich glaube, es hieß nicht Avalach. Avalach war anderes Spiel und kein Pferd. Da bist du aber. Dein Name. Wie heißt du, Pferd? Den Typ haben wir auch noch nicht gefunden, der mir die Quest gibt. Ja, gucken wir mal hier die Kiste. Will ich nicht. Will ich nicht. Das nehmen wir mal mit. Ich glaube, ich muss hier links. Ja, da ist der Pointer, da muss ich hin. Serana, kommst du? Mutter? Mutter? Hat keinen Kopf. Beim Schöpfer. Das kann doch nicht. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich kann es kaum glauben. Wie gelangen wir hinein? Wir müssen reden. Serana, was tut ihr hier? Wo ist euer Vater? Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich muss versagt haben. Harkon muss einen Weg gefunden haben, die Prophezeiung zu entschlüsseln, nicht wahr? Nein, ihr versteht das völlig falsch. Wir sind hier, um die Prophezeiung zu vollenden. Auf unsere Weise, nicht auf seine. Moment mal. Ihr habt einen Fremden hierher gebracht? Habt ihr den Verstand verloren? Das kommt nicht in Frage. Ihr tretet vor. Ich muss mit euch sprechen. Ich stehe die ganze Zeit schon vorne. Und wie kam es dann dazu, dass sich meine Tochter in der Gesellschaft eines Mischbluts wiederfindet? Ihr sprecht von Sicherheit und bringt sie dann hierher? Hat sie euch denn gar nichts erklärt? Serana hat alles geopfert, um Harkon an der Vollendung der Prophezeiung zu hindern.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie euch das erklärt. Haltet ihr mich etwa für so dreist, meine eigene Tochter nur zum Schutz ihrer Schriftrolle der Alten in diese Gruft zu schicken? Die Schriftrollen sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Der Schlüssel zur Tyrannei der Sonne ist Serana selbst. Als ich aus Burg Volkiha floh, nahm ich zwei Schriftrollen der Alten mit. Ja, das wissen wir. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Waffe, Auriels Bogen. Der Bogen, genau. In der zweiten Schriftrolle heißt es, das Blut der Tochter von Kalthafen wird die Augen des Drachen blenden. Also ihr Blut, aber was hat Serana damit zu tun? Ja, so gut, es ist ihr Blut. Genau wissen wie wir ich jetzt. War Serana einst menschlich. Wir waren fromme Anhängerinnen von Fürst Molag Baal. Die Tradition will, dass die Frauen Molag Baal am Tag seiner Beschwörung dargeboten werden. Nur wenige überleben diese Tortur, doch die Auserwählten gehen daraus als reinblütige Vampire hervor. Wir nennen solche Vereinigungen die Töchter von Kalthafen. Manche nennen es auch das Reich von Molag Baal, seine Heimat im Reich des Vergessens. So langsam begreift ihr, warum ich Serana beschützen wollte und die andere Schriftrolle der Alten so weit wie nur irgend möglich von ihr fernhalten musste. Wenn Harkon im Besitz von Auriels Bogen wäre und die Waffe mit Seranas Blut befleckt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Und wie genau wollt ihr die Prophezeiung ohne den Tod meiner Tochter erfüllen? Wenn ihr das glaubt, seid ihr noch dümmer, als ich ursprünglich annahm. Glaubt ihr etwa, ich hätte diese Option vor der Umsetzung meiner Pläne nicht in Erwägung gezogen? Ihr interessiert euch weder für Serana noch unsere Not. Ihr seht in der Tyrannei der Sonne eine Chance, euch zur Gottheit zu erheben. Genau wie Harkon würdet ihr keinen Augenblick zögern und alles vernichten, was sich euch in den Weg stellt. So sehe ich das gar nicht. Ich würde wieder Werwolf werden. Serana? Dieser Fremdling mag sich Vampir nennen, aber er weiß nichts über unsere Mühen. Warum sollte ich euch ihm anvertrauen? Dieser Fremde hat in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, mehr für mich getan als ihr in Jahrhunderten. Wie könnt ihr es wagen? Ich gab alles auf, was mir wichtig war, um euch vor diesem Fanatiker zu beschützen, den ihr einen Vater nennt. Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert. Aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Oh, Serana, wenn ihr doch nur eure Augen öffnen würdet. Wenn euer Vater herausfindet, welche Rolle ihr in der Prophezeiung spielt und dass ihr euer Blut benötigt, seid ihr in großer Gefahr. Deshalb bin ich doch da. Also habt ihr mich von allem ferngehalten, das mir etwas bedeutet hat, um mich zu schützen? Ihr habt mich nie nach meiner Meinung gefragt, ob es das Beste war, mich in dieser Gruft zu verbergen. Ihr habt einfach erwartet, dass ich euch blind folgen würde. Ihr wart beide auf euren eigenen Weg fixiert. Eure Beweggründe mögen verschieden gewesen sein, aber im Grunde bin ich auch für euch nur eine Schachfigur. Ich wollte, dass wir wieder eine Familie werden. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch je in Erfüllung gehen kann. Vielleicht verdienen wir diese Art Glück nicht. Vielleicht sind wir nicht dafür geschaffen. Aber wir müssen ihn stoppen, bevor er zu weit geht. Und dazu brauchen wir die Schriftrollen der Alten. Es tut mir leid, Serana. Ich wusste nicht. Ich war blind. Ich habe zu lange zugelassen, dass mein Hass auf euren Vater uns entfremdet. Bitte vergeben mir. Die Schriftrolle der Alten gehört euch, wenn ihr sie wollt. Eure Absichten erschließen sich mir noch immer nicht ganz.
Um Serranas Willen werde ich euch aber nach besten Kräften helfen. Danke. Ja, seit meiner Gefangennahme ist sie hier sicher verwahrt. Zum Glück seid ihr in der Lage, die Barriere, die diese Ruinen umgibt, zu durchbrechen. Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen. Noch eine Warnung. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Nehmt euch vor ihm in Acht. Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Das soll er mal schön machen. Harkons Vision ist eine Welt der ewigen Finsternis. Der Beginn einer Blütezeit für Vampire, die nie wieder die Tyrannei der Sonne fürchten müssten. Er übersieht aber, wie viel Aufmerksamkeit unsere Art auf sich ziehen würde, sollte sich die Prophezeiung erfüllen. Sollte die ewige Nacht tatsächlich hereinbrechen, würden viele sich nicht damit abfinden. Sie würden Armeen zusammentrommeln und versuchen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Unsere Vernichtung wäre so lange an der Tagesordnung, bis auch der letzte Vampir zur Strecke gebracht und ausgelöscht wurde. So ist es. Auf diese Weise haben Vampire über Jahrtausende hinweg überlebt und nur so werden wir auch in Zukunft überleben können. Ist allerdings so. Eigentlich wollte ich was anderes, nur das hier. Weil ihr im Seelengrab unterwegs gewesen seid, hat sich euer Körper darauf eingestellt. Sagen wir so, ein kleiner Teil von euch ist hineingewechselt und an seinen Platz trat im Gegenzug ein Teil des Seelengrabs. Ihr solltet keine Probleme mehr haben, das Portal zu benutzen. Das klingt gut, das heißt, ich kann jederzeit raus, muss wieder weitermachen. Und passt auf meine Tochter auf. Ja, das hat bei ja auch schon diese geklappt. Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Wow. Wie? Egal. Ja, lass uns machen. Bevor ich irgendwas anderes dann mache, werde ich mal gucken, warum sie keine Hände mehr hat. Und keinen richtigen Kopf und kein gar nichts. Au. Mein Finger. So, jetzt gucken wir aber erstmal. Ach du Scheiße, wie viele Quests habe ich denn auf einmal? Ja gut, das wissen wir ja, das... Nein. Die verschollene Expedition können wir noch machen irgendwann. Das Dämmer... Also, um den Schlüssel zurückzubringen? Nein. Genau, das müssen wir auch noch machen. Der alten Dämmer sitzt. Das sind wir ja gerade dran. Nein, sind wir nicht dran. Dafür müssen wir Störchen machen. Gut, dann kommt das. Da sind wir gerade dran. Das heißt, wir müssen da Verschiedenes. Avak, hier. Finde Avak-Schädel im Seelengrab. Kriege ich nicht angezeigt. Das heißt, irgendwo muss der sein. Ja, gut. Dann gucken wir mal. Wo finden wir den dann? Hier ist ein Drache oder ein Pferd oder ne, ein Drache. Ein bisschen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich glaube nicht, dass ich das hier alleine tun könnte. Deshalb bin ich da. Da muss ich auch noch hin. Ich würde aber gerne wissen, wo ist denn jetzt dieser Avak? Ja, kommt raus, wo immer ihr seid. Seelenstein hineinlegen. Schwarzer Seelenstein. Hey, wer bist du dann? Es wird euch eine Lehre sein. Es wird euch eine Lehre sein.
Das wird schon leer sein, das wird schon eine Leere sein. So, ja, zumindest sind sie jetzt leer. So, was machen wir jetzt? Mal dorthin gehen. Ich habe allerdings immer noch keine Ahnung, was das hier für Dinger sind. Quelle. Und was ich mit diesen Seelen-Dinger da machen soll. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, sondern was sie für einen Sinn haben. So, was haben wir hier noch? Gehen wir mal hier drüber. Dankeschön. Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. So, gucken wir mal, vielleicht kann ich damit einen Seelenstein sammeln. Seele aufgenommen. Mich stärken wird es auf jeden Fall nicht. Ihr dann. Dann haben wir schon gerade alles aufgehoben auf ihn. Gut. Knochen untersuchen, den nehmen wir mit. Den geschmeidigen Bogen nehmen wir nicht mit. Okay, wir können also nur nach oben, indem wir das Ding hier benutzen. Ja, mal schwer schon. Putzel, putzel, putzel. Mach die Tür auf. Der 3 Herz. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und, ja. Aua. Hör auf. Ja. Ich frag mich, ob hier noch irgendwas ist. Also diesem Sack, ist in diesem Sack irgendwas drin? Oh, das ist noch eine Truhe, okay. Lösung der Stärke, die Seelenhüllen. So, das heißt, das da wäre das nächste Ziel auf unserer Reise. Ich glaube, da ist nicht mehr viel drin. Ne, das ist einfach nur eine Wand. Gut. Dann ist das Hallöchen. Nur mal ganz kurz das gucken, was habe ich eigentlich als Kraft ausgewählt? Feueratem. Jo, macht Schaden. Kann man machen. So. Irgendwie. Will ich, glaube ich, hier noch nicht hin. Ich bin fest. Da, ja, da will ich noch nicht hin. Aber es ist zu spät, das aufgestanden, also muss ich da jetzt hin. Schön, das wollte ich nächste Folge erst machen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt nichts. Nein, spring, lauf. Gut, er läuft wieder zurück. Das ist schön. Das ist sehr schön und angenehm. Soll er ruhig machen. Er kommt und fällt mir gleich eh in den Rücken. Oh, was haben wir hier? Zornmann beschwören. Ja, hi. Und tschüss. Wer bist du denn? So sieht es also auf der anderen Seite aus. Meint es jetzt mich oder meinte sie es hier? Hm. Ich habe das falsche Amulett an. Waffen, Bekleidungen. Talons Amulett. Das war jetzt nicht so geplant, aber okay. Zack, zack. Und
Und wo ist der andere? Zack. So. Gucken wir einmal ganz kurz hier durch das ganze Gelände. Armseliger und das da und dann. Wieso auf einmal den Schlag nicht aufgeladen? Weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Das. Ah, ich glaube, ich habe Pfeile von dem aufgehoben. Das nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den Totenschädel nehmen wir nicht mit. Gift der Ausdauer. Und dann nehmen wir noch den Pretty Soldier. Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Ja, machen wir. Aber zuerst, bevor wir den ersten angehen, der hier da oben sitzt. Machen wir mal eine kleine Aufnahmepause oder einen kleinen Aufnahmestopp. Sprich, wir beenden die Folge. Und ich kümmere mich mal darum, dass alle hier wieder ihren Kopf haben. Und andere Extremitäten. Je schneller wir von hier verschwinden können, umso besser. Wenn du mich nicht immer unterbrechen würdest, wäre das auch ganz nett. So, also dann Leute, bis in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ich kann es kaum glauben, dass meine Mutter noch am Leben ist.